Es ist der erste Deutschlandbesuch von Yair Lapid seit seinem Amtsantritt als israelischer Ministerpräsident. Am Vormittag wurde er in Berlin von Bundeskanzler Scholz mit militärischen Ehren empfangen. Bei ihrem Gespräch ging es um den Ausbau der Zusammenarbeit, vor allem aber um das internationale Atomabkommen mit dem Iran. Wir sind uns einig mit Israel, der Iran darf keine Atomwaffen erlangen. Dafür ist nach unserer Überzeugung eine funktionierende internationale Vereinbarung zur Beschränkung und Kontrolle des iranischen Nuklearprogramms der richtige Weg. Ich bedauere, dass der Iran bisher nicht zu einer positiven Antwort auf die Vorschläge des europäischen Koordinators gelangt ist. Unsere Partnerschaft macht es auch nötig, dass wir gemeinsam handeln gegen die Bedrohung durch den Iran, der eine Atommacht werden könnte. Deutschland ist dabei bei diesen Gesprächen und hat Verantwortung übernommen. Es ist an der Zeit, über die gescheiterten Verhandlungen mit dem Iran hinauszukommen. Wir können das Ziel, das uns allen gemeinsam ist, nicht einfach so erreichen, dass der Iran keine Kernwaffen bekommt. Wir müssen darüber sprechen, eine neue Strategie zu entwickeln, um das Nuklearprogramm des Iran zu stoppen. Das würde den Nahen Osten destabilisieren und ein nukleares Wettrüsten auslösen, mit einer Gefahr für die gesamte Welt. Die Rückkehr zum Nuklearabkommen unter den derzeitigen Bedingungen wäre ein entscheidender Fehler. Die Aufhebung der Sanktionen, Hunderte von Milliarden Dollar für den Iran, würde eine Welle des Terrorismus auslösen, nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in ganz Europa. Es gibt einen anderen Weg, einen besseren Weg voran für den Nahen Osten. Das ist der Weg, der auf einer neuen Vision für die Vision beruht. Nicht Krieg, nicht Terrorismus, nicht Extremismus, sondern Frieden, Toleranz und Zusammenarbeit. Über den Besuch des israelischen Premiers in Berlin spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Tina Handel. Fangen wir mal mit dem Iran an. Da haben wir gerade die Statements dazu gehört. Wie weit liegen die Positionen Deutschlands und Israels da auseinander? Im Ziel ist man sich einig, das hat man ja gerade auch gehört. Also der Iran darf keine Atommacht werden. Aber wie sieht der Weg dahin aus? Da ist man sich schon seit einiger Zeit nicht einig. Deutschland ist ja beteiligt an diesen Verhandlungen, die laufen schon eine Weile. Da geht es darum, das Atomabkommen wieder zu beleben. Und Deutschland war da lange zuversichtlich, dass man das schaffen kann, gemeinsam mit Frankreich, mit Großbritannien. Und da gab es eben am Wochenende auch schon Stimmen, die sehr skeptisch klangen. Da hieß es, der Iran versuche gerade, das Ganze weiter zu eskalieren. Der Iran sei nicht bereit, auf dieses Abkommen, wie es auf dem Tisch liegt, einzugehen, sondern stelle weitergehende Forderungen. Der Iran möchte da unter anderem, dass bestimmte Kontrollen fallen gelassen werden. Da geht es darum, was passiert hier eigentlich wo, mit welchem Uran. Und da hat eben Scholz vorhin in der Pressekonferenz noch mal ganz deutlich gemacht, also so geht das nicht und so sieht er auch in nächster Zeit keinerlei Unterzeichnung dieses Papieres. Es klang aber nicht so, als ob er schon sagen möchte, dass diese Verhandlungen auf jeden Fall gescheitert sind. Er möchte das anscheinend also noch nicht ganz aufgeben. Etwas anders hat das Lapid dargestellt. Er hat ganz klar gesagt, das haben wir gerade gehört, er findet, das ist gescheitert. Man müsse jetzt über eine andere Strategie nachdenken, über einen Plan B. Und da hätte er auch bestimmte nachrichtendienstliche Informationen dem Kanzler zukommen lassen. Und darüber haben sie dann auch gesprochen. Sie haben nur nicht genau im Detail erklären wollen, was das denn genau ist. Olaf Scholz wurde dann auch noch mal gefragt, was ist denn jetzt der Plan B, falls das scheitert. Daraufhin hat Olaf Scholz gesagt, Zitat, wir bleiben geduldig, aber wir bleiben auch klar. Und er hat eben noch mal betont, dass es keinerlei Unterzeichnung in nächster Zeit geben wird. Das sind die unterschiedlichen Positionen, wie sie sich auch heute in der Pressekonferenz gezeigt haben. Iran also ein Schwerpunkt. Über welche weiteren Themen wurde gesprochen? Natürlich hat bei den Gesprächen eine Rolle gespielt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bei mehreren Themen. Da ist einmal zu nennen das Thema Energiepolitik, Energielieferungen auch. Israel hat heute angekündigt, es könnte da teilweise einspringen und zwar schon relativ schnell. Da ist vom Jahr 2023 die Rede. Lapid hat gesagt, Israel könnte ungefähr 10% der Gaslieferungen, die bislang Russland an die in Europa geliefert hat, da könnte Israel einspringen.
gelingen. Und zwar auch schon recht schnell. Und Scholz hat darauf auch recht positiv reagiert und gesagt, selbst wenn das Gas dann nicht direkt in Deutschland ankommt, wäre es doch gut, wenn dieses Gas dann auf dem Weltmarkt landet. Denn dann könnte es dazu führen, dass die Preise etwas sinken. Ein zweites Thema, wo das eine Rolle gespielt hat, der ganze Konflikt gerade, ist das Thema Verteidigungspolitik, Sicherheit. Da gab es ja vor 2 Wochen schon so die Ankündigungen aus Regierungskreisen, dass Deutschland Interesse hat an einem israelischen Schutzschirmsystem, nämlich Arrow 3. Das ist ein System, mit dem man besonders Raketen in hoher Höhe abfangen kann. Und dieses System hat Scholz heute noch mal ganz deutlich gelobt. Das deutet also darauf hin, dass da wirklich großes Interesse besteht. Er hat aber nicht gesagt, wie der weitere Anschaffungsweg dann aussehen würde. Tina Handel damit, ganz herzlichen Dank.